Hallo, du liebe Seele, herzlich willkommen zu deinem Vollmond-Reading für den Vollmond im Wassermann. Nutze jetzt dein Potenzial, richte deinen Fokus neu aus, um deine Zukunft mitzugestalten, damit du es schaffst, über den Schleudergang der Gefühle der Vergangenheit deine Wünsche und Träume jetzt wahr werden zu lassen. Ich würde sagen, wir starten rein wie Phönix aus der Asche und schauen mal, was uns der Vollmond im Wassermann bringt. Hab viel Spaß! Hallo meine Lieben, herzlich willkommen hier bei Soul Balance Tower. Ich bin die Sani und wir starten heute den Blick in den Vollmond im Wassermann. Am 19.08. ist es soweit um 20.26 Uhr. Ihr Lieben, vielen Dank an dieser Stelle fürs Einschalten meines Kanals, auch fürs fleißige Kommentieren, Abonnieren und Aktivieren der Glocke. Teilt das Video auch gerne, wenn ihr das Gefühl habt, jemand darf diese Message sehen. Ihr Lieben, vielen Dank für dein Sein. Wir fragen mal eben bezogen auf den Vollmond im Wassermann, um was geht es denn? Und bedenkt, es ist eine Kollektivenergie, sie kann auf euch zutreffen, das große Ganze, einzelne Fragmente, manchmal auch nur ein paar Inspirationen. Ich will noch darauf eingehen, dass der Wassermann ja grundsätzlich für eine langfristige Transformation steht, dass der Vollmond im Wassermann auch als Supermond bezeichnet wird. Das ist der visionäre Vollmond, er bringt Erleuchtung, Klarheit, ja, er reguliert Veränderungen oder er regiert die Veränderung. Und es wird sich wahrscheinlich ein bisschen wie im Schleudergang anfühlen, höre ich gerade, ja, wie eine Steinschleuder, weil er so viel Energie mit sich bringt, angetrieben von Energie, dass hier nochmal eine radikale Veränderung kommen könnte für den einen oder anderen. Ja, und zwar bezogen auf die Vergangenheit. Hier kann dich nochmal gerade auch mit dem rückläufigen Merkur jetzt etwas aus der Vergangenheit einholen. Aber auch hierzu dient es deinem besten Wandel, nämlich damit du nochmal hinschauen darfst, hinfühlen kannst, um alles Alte, was wirklich jetzt ausgedient hat, im Zeichen der langfristigen Transformation abzulegen. Ja, wow. So, habe Mut, ja, hier auch in die Veränderung zu gehen und wechsle den Ton. Kann sein, dass man aufgrund dieser Tonart Verwandlung eine andere Art der Kommunikation jetzt auch, ne, lernen kann im Hier und Jetzt, nämlich im Mitgefühl, in Liebe und in Akzeptanz. Ich bin gespannt, was sich noch am Unterdeck zeigt. Schauen wir einmal rein. Ja, die höhere Macht, ihr Lieben, ja, das Universum hat hier die Finger mit im Spiel. Hier wird irgendwas meines Erachtens aktiviert, wachgerüttelt, aufgebrochen, umgebrochen. Ja, also hier geht es wirklich darum, mutig zu sein, sich der Vergangenheit zu stellen und auch anderen gegenüber seine Kommunikation zu ändern. So, wir schauen mal in die Mondscheinserenade. Falls du kein Interesse hast, spul einfach gerne vor. Die 78 vielleicht. Wichtig, die 8 und die 7 gibt die 15. Jawohl, der Teufel zeigt sich gleich in der Numerologie. Wir haben, vielleicht musst du einen anderen Ton anschlagen. Klagst du ständig und immer wieder über dieselbe alte Angelegenheit? Na, ihr Lieben, die Vergangenheit. Ist es möglicherweise an der Zeit für dich, das Thema zu wechseln? Vielleicht bist du auch zu verkrampft und es ist an der Zeit, einen Gang zurückzuschalten. Halte inne und lausche den sphärischen Klängen der Planeten. Hast du einen Sinneswandel vollzogen oder musst du deine Meinung ändern? Musst du dich zwischen Angst und Liebe entscheiden? Es ist so leicht, sich in einer einzigen Art der Kommunikation zu verfangen. Vielleicht reagiert die Person, zu der du jetzt durchdringen musst, auf eine Weise, die dir besser gefällt, wenn du vorher den Ton wechselst. Na, ihr Lieben, das Echo kommt ja immer zurück, so wie wir in den Wald hineinbrüllen, so kommt es auch wieder auf uns zu. Mit anderen Worten, probier eine neue Taktik aus. Warst du geradezu besessen? Wenn ja, dann hör auf damit. Da haben wir doch den versteckten Teufel. Wenn du deine Sicht auf die Dinge veränderst, verändern sich die Dinge, die du siehst. Sei nicht zu dickköpfig, ne, der Ritter der Schwerter. Es ist nicht falsch, sich zu behaupten, aber es ist auch nicht verkehrt, zuzugeben, dass eine neue Taktik erforderlich ist und genau das könnte jetzt notwendig sein. Betrachte deine Frage aus einer anderen Perspektive.
Konzentriere dich auf die schönen Dinge in deinem Leben, entspann dich und schalte ein oder zwei Gänge zurück. Ihr Lieben, ich wünsche es euch, dass ihr vielleicht noch Urlaub habt, dann genießt den Vollmond im Wassermann. Schaltet einen Gang zurück, vielleicht habt ihr auch lange Zeit Mut, Kraft beweisen müssen und dürfen. Vielleicht kostet es euch nochmal Mut, sich der Vergangenheit zu stellen. Vielleicht habt ihr in der Vergangenheit auch mit Menschen zu tun gehabt, die immer in unvollendeter Symphonie auf euch getroffen sind, ja, wo ihr euch immer missverstanden habt. Hier heißt es jetzt, sich mutig der transformierenden Veränderung zu stellen. Wir haben, what do you need to release? Ja, gib hier frei. Was brauchst du, um etwas frei zu geben? Na, die Vergangenheit, ihr Lieben. Was braucht es noch, damit du endlich im Hier und Jetzt auf alte Gewohnheiten verzichten kannst, auf alte Traditionen und Werte, auf alte Glaubensmuster, auf all das, was dich Kraft, Mut und Stärke gekostet hat und dich stattdessen hier Richtung Zukunft zu richten, auszuloten und einen neuen Weg einzuschlagen. A new start is coming. Yes, genau das habe ich nämlich wahrgenommen. Ein Neustart möchte hier für dich beginnen. Du bist gut genug. Schaut euch das an. You are good enough. Das heißt, hier dürfen die Tonlagen geändert werden aus der Vergangenheit. Jetzt, ne, ist es Zeit, sich seinen Träumen zu stellen. Vertraue auf die Erfüllung deiner Träume. Vertraue und glaube an die Wirklichkeit, an das Verwirklichen deiner Träume und dein höchstpersönliches Wunder. So, ihr Lieben, eigentlich wollte ich ein bisschen Sprachprobleme habe ich schon mit dem rückläufigen Merkur. The Psychic Tarot nehmen vom Hay House Verlag, aber ich soll das Psychic Tarot of the Heart nehmen. So, wir schauen mal. Wechsle den Ton. Ja, wechsle die Tonlage im Bereich der Liebe, im zwischenmenschlichen Bereich, auf Augenhöhe. Begegne den Menschen mit Hingabe, mit Leichtigkeit, mit Mitgefühl, auch wenn dir vielleicht jemand in der Vergangenheit ja in nicht so schöner Resonanz auf dich zugekommen ist, begegnet ist, dann darfst du hier aber einen Gang zurückschalten, denn du stehst über den Dingen, du bist transformiert, du hast jetzt hier Erfahrungen gesammelt und erkennst, dass man mit Liebe am allerweitesten kommt, was nicht heißt, dass man sich aufopfert oder aber immer gibt, sondern dass man gesunde Grenzen setzt, aber auch in Mitgefühl sich manchmal in die Lage des Gegenübers versetzen kann. Ja, ihr Lieben, change your focus, die 5 der Kelche. Hier geht es um ein Ende von Bedauern, Betrauern, von etwas Selbstmitleid vielleicht auch, ja, von einer Trennung, von Traurigkeit, traurig sein. Eine emotionale Herausforderung im Bereich der Liebe, wo du jetzt die neue Art der Kommunikation nutzen kannst, um das, was du dir wünschst, auch anzuziehen. Atme tief durch, gönn dir eine Pause. Genau das haben wir hier schon reingelesen. Wechsle den Ton, schalte einen Gang zurück. Wenn dich etwas im Bereich der Liebe vielleicht auch über den Vollmond im Wassermann triggert, dann wechsle die Tonart und ändere die Perspektive. Ja, hier geht es ums Gewinnen oder Verlieren, um die Klarheit. Dein Gewinn ist der Verlust von jemand anderen, vielleicht jemand aus einer zwischenmenschlichen Beziehung, egal ob es ein Arbeitskollege, ein Freund, ein Herzensmensch war. Hier geht es darum, wirklich klar zu kommunizieren, klar auszusprechen und sich von Streitereien, Niederlagen, vom Ego-Denken und ego-behafteten Verhalten zu distanzieren. Deine Niederlage kann jetzt dein Gewinn werden, während der Verlust von dir für jemand anders die Niederlage sein könnte. Habe Mut, hier deine Wahrheit auszusprechen, auch wenn es um eine Veränderung geht, die die Vergangenheit betrifft. So, wir schauen mal, die Vergangenheit. Was bekommen wir hier noch dazu? Ja, du lässt die Vergangenheit hinter dir, vielleicht schon mit dem Sirius-Portal gestartet, ja, wo jemand dir wirklich viel Kraft und Stärke geraubt hat, wo du körperlich erschöpft bist oder warst. Deswegen nimm dir hier eine Auszeit, um wieder in Stabilität und Sicherheit zu kommen, ja. Auch wenn dich der Schritt hier viel Mut gekostet hat oder kosten wird, je nachdem, für was du dich entscheidest. Hier geht's um das Vorankommen, um eine Reise, einen Wandel,
einen Umzug, wo man miteinander den gleichen Fokus hat, voller Willensstärke, Richtung Liebe miteinander verbunden ist. Ja, vielleicht das Sternzeichen Krebs auch für dich wichtig. Die Liebenden sind die Zwillingsenergie. Vielleicht hattest du hier mit Dualseelenprozessen zu tun oder mit Herzensangelegenheiten im zwischenmenschlichen Bereich, die dir sehr viel Kraft gekostet haben. Ja, ne? Wo du jetzt endlich aufgrund, wir haben wieder das 7-7 Sirius-Portal, die ersten Früchte bezogen auf deinen Wandel, auf deine Reise sehen möchtest. So, what do you need to release? Was darf, liebes Universum, mein Kollektiv loslassen? Hier zum Vollmond im Wassermann. Ja, ihr Lieben, ganz klar die 6 der Kelche, die Vergangenheit, bedingungslose Liebe, Mitgefühl, Hingabe, Kindheitsthemen, innere Kindwunden, die hier transformiert werden dürfen, die gute alte Zeit, weil man vergisst allzu gern, was die gute alte Zeit auch an Schlechtes hatte, ja, komme hier in Frieden, schließe gewisse Kapitel aus der Vergangenheit, lass Seelenpartner aus der Vergangenheit los, die dir nur Kraft gekostet haben, ja, hier geht's um eine neue Verbindung, um einen Neustart mit Menschen, egal ob im freundschaftlichen Bereich, im zwischenmenschlichen oder partnerschaftlichen Bereich, wo eine Verbindung wachsen, gestärkt werden möchte, ja, wo man lange drauf gewartet hat, dem Licht entgegenzutreten und sein Ass der Münzen zu greifen. Eine beständige Fülle hier, ein beständiger Erfolg, ein Kindheitswunsch, der jetzt wahr werden möchte, weil du zur Herrscherin geworden bist. Und ihr lieben Männer, wir haben ja alle die göttlich-weibliche und göttlich-männliche Energie in uns vereint, idealerweise in Yin und Yang und in Balance und Harmonie. Auch die Herrscherin gilt in diesem Fall für euch. Wachstum, Fülle, Erfolg, Nahrhaftigkeit in einer Beziehung, in einer Partnerschaft, im Berufsleben, im Familienleben möchte man jetzt endlich Erfolg haben, Erfolg leben, seine gesetzten Samen, Früchte tragen sehen, ja, ein Neustart als Herrscherin kann nur den Herrscher anziehen, Struktur, Verantwortung, Fülle, Erfolg durch Angehen der Aktivität und Umsetzung deiner Pläne. Ja, vielleicht möchtest du auch Mama werden, vielleicht geht es hier um eine Familiengründung, hier geht es auch um Bereinigungen von inneren Kindthemen im Bereich der Familie. Ihr seid hier auf der Reise Richtung Vertrauen und Erfolg. Bleib hier auf der Übergangsfahrt, ne, mit den 6 der Schwertern, dich zu distanzieren von den 5 der Schwertern und für alle, die es allzu gern hören, öffne bitte dein Herz. Bleib offen, neugierig, voller Vertrauen der Liebe entgegen. Triff Herzensentscheidungen, die dich glücklich machen als Herrscherin und nicht andere. Fasse dir ein Herz und sorge hier für deine eigene Stabilität und Sicherheit, damit hier ein Fundament erwachsen kann, erblühen kann und du es schaffst, durch die transformierende Energie des Vollmonds im Wassermann endlich dein Leben um 180 Grad drehen zu dürfen. Auch ne, die Tonlage im Bereich der Beziehungen wechselt sich jetzt zu einem Miteinander, zu einem Füreinander Richtung Glück, Erfolg, Kraft, Power, Strahlkraft, ja, wo ich die Sonne gesehen habe, war auf meinem Timer die 1313, ne, die absolute Transformation, du sprengst hier alte Ketten, du erhebst dich in die Lüfte, du tankst hier wieder Kraft, Sonne, Stärke, du findest Klarheit durch den Perspektivenwechsel nach einer langen Zeit der Geduld, wartet hier durch die Sinnhaftigkeit im Leben dein Erfolg. Wow! Ihr Lieben, traumhafte Message. Ich hoffe, mein Video wird nicht allzu dunkel, denn die Sonne geht unter. Aber wir schauen hier noch rein, wo wir uns mit dem Vollmond im Wassermann von limitierenden Glaubenssätzen, Verhaltensweisen, Gedankenstrukturen loslösen dürfen. Wir haben ja Change Your Focus.
Bitte nicht dem nachtrauern, wo es keine Leichtigkeit mehr gibt oder gab, sondern mit der guten alten Zeit der Vergangenheit in Frieden kommen. Nimm dir das mit in deiner Seele, in deinem Herzen, was dir Freude bereitet, ja, was dir Leichtigkeit gibt auf deinem Weg. Hier hast du jetzt die Möglichkeit, eine gerechte Entscheidung zu treffen, zu bekommen, zum Wohle aller Beteiligten wieder in die Harmonie zu finden, in den Ausgleich. Ihr Lieben, wir haben hier wirklich das Karma höchstpersönlich auf dem Tisch. Wir haben hier die Gerechtigkeit mit der Nummer 11, vielleicht die 11 auch für dich wichtig. Hier geht es wirklich darum, dass jetzt entschieden wird, du wirst die Konsequenzen deiner vergangenen Handlungen und Worte jetzt ernten. Wunderschön. Ich glaube, wunderschön wird mein neues Lieblingswort statt wow. Schauen wir mal, ob ich nach und nach ein paar neue Wörter lerne. Spektakulär fällt mir auch noch dazu ein. Bedingungslose Liebe, Seelenpartner, Verbindungen auf Augenhöhe, Herzensliebe, ja, Blickwinkelwechsel, einmal tief durchatmen, einmal die Perspektive wechseln und alten Verbindungen, die ausgedient haben, den Rücken zudrehen. Alles, was dich in Bedauern, Betrauern, im Mangel gehalten hat, darf jetzt losgelöst werden. Wir fragen mal auf die Vorwärtsbewegung. Ja, wow, ihr Lieben, das Löwe-Zeitalter. Wir sind im Jahr jetzt der Sonne, Kraft, Stärke, Power, Selbstbewusstsein. Du hast hier jetzt die Reise angetreten, dich aufgrund animalischer Anteile in dir selber nicht mehr triggern zu lassen. Du hast jetzt hier zwei Gesichter, einmal eine kraftvolle und starke Seite und einmal eine sanfte und sanftmutige oder Sanftheit und Sanftmut in dir zu vereinen. Das heißt, jetzt hast du die Möglichkeit, die Tonlage zu ändern, weil du erkennst, nicht alles, was dir im Leben begegnet, hat die Absicht, dich zu triggern. Auch wir haben hier zweimal die Mutkarte auf den Tisch. Wenn es dich Mut, Kraft und Stärke kostet, nicht wie der Löwe rauszubrüllen, wie du es in der Vergangenheit gemacht hast, so entscheidest du dich hier, egal was dich triggert, deinem Weg mit dem Wagen, mit den Sechs der Schwertern Richtung Zukunft, Richtung neuer Horizont weiter zu schippern. Du wartest hier geduldig auf dein Wachstum, auf deine Fülle und erwartest Resultate. Vielleicht hast du auch das Lionsgate-Portal genutzt, ne? Das Sirius-Portal, jawohl, hier mit der Vergangenheit abzuschließen, dein Awakening, dein Erwachen in Empfang zu nehmen, dich zu befreien von der Vergangenheit. Wir haben hier zweimal die Vergangenheit auf dem Tisch. Ja, hier geht es wirklich darum, was braucht es noch für dich, um mit der Vergangenheit abzuschließen? Eigentlich nur die Perspektive zu wechseln, in triggernden Momenten tief durchatmen. Und ihr Lieben, vergesst nicht, der Supermond, der Vollmond im Wassermann sorgt ja für eine langfristige Transformation und wird mit Sicherheit Erleuchtung und Klarheit wie hier mit der Sonne bringen. Aber es könnte sich wirklich gefühlt wie eine Steinschleuder, wie ein Schleudergang anfühlen, weil es nochmal ruckelt und schüttelt im Karton. Es wird nochmal alles durchgeschüttelt, was gibt aus der Vergangenheit, damit jetzt hier die Energie endlich Fahrt aufnimmt auf deiner Reise, damit du vorwärts kommst und endlich die Möglichkeit hast, einen Neustart, eine neue Geschichte zu schreiben. Dein Wachstumsprozess, Awaiting Results, bekomme ich bitte ein paar Zusatzbotschaften. Wow! Das Licht am Ende des Tunnels. Du erwartest jetzt Resultate vom Universum. Du bist hier mit dem Hierophanten in deiner inneren Weisheit angekommen. Du wirst erkennen und Erleuchtung bekommen, für was diese Stufen des Lebens gut waren, diese Herausforderungen. Du hast jetzt Vertrauen auf deinen Seelenweg. Du kommst auf deinen Seelenweg, folgst hier neuen Traditionen und Werten, wartest vielleicht auch auf eine spirituelle Vereinigung.
auf eine Ehe, beleuchtest vielleicht auch alte Muster von vergangenen Beziehungen. Ja, hier geht es wirklich darum, ihr seid als kleine Herrscherin, ihr Lieben, ja, das ist die Königin der Münzen. Wir haben ja auch die große Herrscherin hier wirklich jetzt angekommen in eurem Selbstwert. Ihr nehmt euch hier zurück, schaltet einen Gang zurück, ihr kennt euren Wert, ihr bewegt euch nur noch dann aus der Komfortzone, wenn wirklich ja etwas aktiviert wird. Ansonsten setzt ihr euch hier gesund an die erste Stelle, bekommt vielleicht auch Hilfe und Unterstützung im Bereich der Arbeit, des Zuhauses. Und hier hat sich doch eine Karte gedreht. Wow! Für alle, die auf die Liebe schauen, ihr Lieben, Power Couple Paar, Königin der Münzen und König der Münzen. Ich wollte es hier beim Hierophanten schon sagen, schaut euch das an. Wir haben hier nämlich auch die Ehe. Der Hierophant steht auch für eine lange Beziehung, für eine gefestigte Verbindung, für vielleicht eine spirituelle Verbindung, für eine Ehe. Hier werden jetzt wirklich Menschen auch zusammengeführt, die absolut in gleicher, gebender, praktischer, handelnder Energie sind, nämlich Richtung Neustart, Richtung komplettem Urvertrauen, Positivität, Optimismus, einfach Liebe für den ein oder anderen, ein neuer Seelenpartner, jemand, den ihr aus früheren Leben kennt, aus Kindheitstagen, wo sich eine neue Verbindung mit den Münzen wirklich hier im Irdischen zeigt. Ein Neuanfang haben wir hier zweimal auf dem Tisch. Hier das Ast der Münzen, hier a new start is coming. Voller Leichtigkeit, auch vielleicht über Feierlichkeiten, über den Freundeskreis. Es können hier auch einfach neue Verbindungen entstehen. Der Freundeskreis wächst mit Gleichgesinnten. Du hast jetzt die Möglichkeit, Leichtigkeit voller Fülle, Glück und Erfolg in deinem Leben zu genießen, ja, den Genuss des Lebens zu genießen, die Fülle im Bereich der Finanzen, die Fülle im Bereich der Gesundheit. Auch beide und alle, die dir begegnen, kennen ihren Wert und sind bereit, nach einer Zeit der Verwundungen der Vergangenheit, hier hatten wir sie, die Sechs der Kelche, ja, und auch die Frage, was brauchst du noch, um es endlich loszulassen, reiß deinen Schutzzaun nieder, lass die Verwundungen der Vergangenheit sich aufarbeiten, folge deinem inneren Seelenlicht, ja, hier hast du die Stufen rauf, bist du die Stufen raufgeklettert, um die Sinnhaftigkeit im Leben wieder zu finden. Etwas bringt dir hier wieder Licht in dein Leben, Leichtigkeit in dein Leben. Wenn du aus den Neun der Schwertern, aus deinen Ängsten, aus deinen Sorgen und aus dem Kummer, dem schlaflosen Gedankenkarussell, den schlaflosen Nächten, den wiederkehrenden Gedanken aussteigst. Ja, eine bewusste, klare Entscheidung, alles, was dich hier in der falschen Tonlage erreicht, was dir früher Angst und Kummer bereitet hat, das lässt du gehen, ja. Du bleibst hier in deiner Verteidigungshaltung, in deiner Mitte. Du bewertest gewisse Kritiken, Abwehrmechanismen, Schutzgrenzen neu. Du entscheidest, wem du die Bubble öffnest, wann du bereit bist, die Schutzmauer der Neuen der Stäbe fallen zu lassen. Wichtig ist wirklich hier, einen Zyklus der Vergangenheit zu beenden, um etwas Neues starten zu können. Und ihr Lieben, die Sieben der Kelche, ja, in Reverse, aussteigen aus der Illusion, aus dem Gefühlschaos, aus der Verwirrtheit, aus Beziehungen und Verbindungen, wo man das Gefühl hat, nur eine Option gewesen zu sein oder noch zu sein. Du wirst wissen, wo du stehst, ja. Du hast hier die Qual der Wahl und darfst in die Neubewertung deiner Gefühle kommen, um eben nochmal deine Gefühle der Vergangenheit zu klären und dir das Glückliche mitzunehmen und alles Alte hinter der Schutzmauer, hinter dem Wall zu lassen, denn du entscheidest nur voller Vertrauen, alles Positive in die Zukunft mitzunehmen. Du bist gut genug als Königin der Münzen und als große Herrscherin, wirst du das hoffentlich jetzt zum Vollmond im Wassermann annehmen können und dürfen. Habe Mut, dich der Veränderung zu stellen. Ja, auch hier tyrannischen Menschen gegenüber sich abzugrenzen,
jemand Arroganten gegenüber sich abzugrenzen, jemand, ja, der nur Spaß haben wollte, nur Leidenschaft vielleicht auch, kann auch im Berufsfeld für einen Cheftrainer oder Coach stehen. Du schaust hier definitiv auf ein neues Gegenüber. Du wendest dich von arroganten Menschen ab, von Menschen, die dir nur Kraft und Stärke gekostet haben. Und schau an, wir haben nochmal den Wagen. Der Krebs vielleicht auch für dich wichtig. Ja, mit dem Sirius-Portal. Wir haben hier 777. Die 7, die 7 und die 7, dreimal die 7. Ich liebe persönlich die 7, ist für mich eine magische Zahl. Eine Zahl, die dir die Möglichkeit gibt, komplett in die Neubewertung deiner Angelegenheiten zu kommen. Du möchtest hier weitergehen Richtung Fülle, Wachstum, Wahrhaftigkeit, Erfolg und alles andere hier. Ne? Da darf das Licht ausgehen, weil jemand die Reise mit dir hier nicht angetreten hat, nicht weiter machen kann, denn diese Person hier hat dir das Gefühl gegeben, ja, ich sag's jetzt einfach, du bist Müll, du hast aber jetzt hier durch deinen Wachstumsprozess die Möglichkeit zu erkennen, du bist gut genug. Ja, ihr Lieben, auf den habe ich nur gewartet, da tata, der Turm, es rüttelt und schüttelt hier im Karton. Und ihr Lieben, noch eine kleine Info zum Vollmond im Wassermann und zum Turm. Der Turm bricht über eine radikale Energie einmal alle Fragmente auf, wirft alle Puzzleteile in die Luft, damit sie sich neu sortiert wieder zusammensetzen können und damit sie wieder wachsen können, damit Wunden der Vergangenheit geheilt werden können. Ja, hier geht es um die Horizonterweiterung. Du bekommst jetzt neue Informationen, neue Erkenntnisse, neue Bildung, neue Weiterbildung, Aha-Momente, Nachrichten, die dir dabei helfen, den schmalen Grat in ein neues Kapitel zu beginnen. Und zwar, ihr Lieben, schaut euch das an. Vielleicht lernst du jemanden auf einer Weiterbildung kennen im Bereich des neuen Prozesses auch für alle, die jetzt nämlich hier, und jetzt kommt es mir gerade, ihr Lieben, wir haben hier den Wechsel, den Ton gehabt. Die Pagen stehen ja für neue Energie. Der Page der Schwerter steht für Kommunikation, der steht für Gedanken, für eine neue Idee, für eine Erkenntnis. Du siehst nämlich jetzt, welche Menschen dir in Liebe entgegenkommen, welche Menschen, ja, tiefsinnige Gespräche mit dir führen wollen, liebevolle Botschaften, liebevolle Angebote, liebevolle Nachrichten nach einer Zeit des Bedauerns und Betrauerns werden jetzt deine Wünsche wahr. Glaube an die Erfüllung deiner Wünsche, ein Neuanfang bringt dir der Vollmond im Wassermann. Hier, wow, du bist der Magier deines Lebens. All das, was du dir lange Zeit schon gewünscht hast, nach einer Zeit der Überarbeitung, des Druckes, der Überverantwortung, des Ballasts mittragen von anderen, hast du jetzt als Magier immer noch die Möglichkeit, hier deine Visionen im Irdischen umzusetzen, deine Träume neu aufzustellen, deinen neuen Träumen zu folgen, in die Heilung zu kommen, für Klarheit zu sorgen. Habe hier die Hoffnung, dass sich deine Wünsche erfüllen. Das ist die Botschaft vom Vollmond, ihr Lieben, im Wassermann. Ja, wir haben den Stern. Ich sag's nur, hier werden die Puzzleteile neu sortiert. Etwas baut sich hier neu auf. Die Frage ist, was darf noch geheilt werden und gehen gelassen werden? Ja, und wenn du die gute alte Vergangenheit losgelassen hast, dann hast du hier die Möglichkeit als Magier, deine Zukunft mitzugestalten, um neue Fülle anzuziehen. So, ihr Lieben, ihr Fragen noch nach einem Resultat und dann lasse ich euch in den Vollmond im Wassermann starten. Nehmt die Transformation, den Schleudergang an, macht das Beste draus, nehmt es mit Leichtigkeit, wechselt die Art der Kommunikation, atmet tief durch, dann kommt bedingungslose Liebe, Erfolg, Fülle auf euch zu. Wir haben hier auch Fulfillment, die süße Seite des Lebens, der Genuss. Ändere deinen Fokus. Du bist sicher, ja, raus aus der Eiszeit, aus dem unterkühlten Dasein, rein in das neue Potenzial, was jetzt hier von dir als Magier genutzt werden möchte. Wir haben die Illumination wie eine
Brachlandung, Bruchlandung, Rückzug, Pause, der Blitz schlägt ein, um deine Werte, deine Sinnhaftigkeit im Leben neu zu sortieren, damit du den Genuss des Lebens jetzt in Empfang nehmen kannst, ja? Und ihr Lieben, was soll ich sagen? Ein heilender Sturm, ein heilendes Chaos, der Schleudergang der Gefühle, der Schleudergang der Vergangenheit ist hier da, um Altes ein für alle Mal zu bereinigen, damit du deinen Fokus voranbringen kannst Richtung Fülle, Erfolg, Liebe, Hoffnung, Wunscherfüllung. Ja, hier geht's um die Sorgfältigkeit. Ordne deine Puzzleteile neu und sorgfältig zusammen. Du bist gut genug. Du hast hier absolut die Fülle im Überblick. Wechsle die Perspektive. Ein Neustart ist für dich auf dem Weg, wenn du den Weg beharrlich weitergehst Richtung Erfolg, Believe, Trust, und du wirst gewinnen und siegen. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Vollmond. Lasst nochmal die Vergangenheit zum Vollmond los. Der darauffolgende Neumond bringt euch Potenzial, hier mit zu affirmieren und nach Abschluss alles Altem ganz bei Null neu mit der Narrenergie, wo haben wir ihn gehabt, hier voller Leichtigkeit und Freude in ein neues Kapitel zu starten. In diesem Sinne, ein Küsschen für euch. Freut euch auf die kommenden Singellegungen. Auch die Sternzeichen starten wieder roundabout um den 24. August für den September. Teilt das Video gerne. Habt vielen lieben Dank für euren Daumen nach oben. Und ich freue mich auf das nächste Video mit dir, mit euch, und sage bis bald und dahin. Ciao, ciao, deine Sunny.